What's poppin', Boys and Girls? Meine Wenigkeit freut sich extrem doll, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute werden wir etwas sehr, sehr Cooles machen. Und zwar werden wir heute basteln. Yo! Und wir werden nicht irgendwas basteln, wir werden einen Adventskalender basteln. Und ihr sagt jetzt so, ey yo, Jaco, wir haben irgendwie den 28. November oder so. Kannst du mal früh genug irgendwelche Sachen machen? Und genau deswegen nenne ich dieses Video den Last Minute Adventskalender. Yay! Denn es ist Last Minute, denn wir haben Ende November und es ist viel zu knapp, um einen Adventskalender zu basteln. Aber nicht, wenn ihr bei Jaco Wusch seid. Also ich hatte dieses Video wirklich schon länger geplant, ja, und dann habe ich es nicht geschafft und dann habe ich Netflix geguckt und jetzt ist der 28. November, aber es trifft sich sehr gut, weil die Idee, die ich hatte, nicht nur grandios ist, sondern auch noch wirklich eine Last-Minute-Idee ist, weil die Hauptsubstanz dieses Adventskalender sind alte Socken. Wenn ich euch mit dieser Idee schon gecatcht habe, dann kann es nur besser werden. Also, es geht um Folgendes. Ich möchte für Kevin einen Adventskalender basteln. Ich habe eine ähnliche Idee auf Pinterest gesehen. Und zwar geht es darum, dass wir einen Harry Potter Kalender basteln. Einige sagen jetzt, wuh, und andere sagen, ah, Harry Potter finde ich voll scheiße. Gar kein Problem, denn ihr müsst gar kein Harry Potter Fan sein. Ihr müsst nur es jemandem schenken, der ein Harry Potter Fan ist. Oder ihr sagt, das Harry Potter bezogene Schild lasse ich einfach weg. Dann könnt ihr sagen, es ist ein sehr nachhaltiger Öko-Kalender, denn er wird aus alten Socken gebastelt. You're free to transform my idea. Also, was ihr braucht? Ihr braucht 24 einzelne Socken. Jeder Mensch hat ja diese einzelnen Socken in seinem Haushalt rumliegen, weil Socken einfach verschwinden. Es gibt verschiedene Theorien. Dennis Not on Fire hat mal gesagt, es gibt Sock-Goblins. Dann habe ich auch letztens ein Bild gesehen von einer Waschmaschine, in der in der Schublade ganz viele einzelne Socken waren. Ich hatte aber keine 24. Also hier sind auch so Pärchen bei. Aber das ist überhaupt gar nicht schlimm, weil wir machen die Socken nicht kaputt. Dann braucht ihr eine Leine, so Klammern. Ich habe so Holzklammern aus dem Bastelladen. Ein Holzschild. Ich fand das so schön auf Pinterest. Das war auf ein Holzschild gemacht. Aber ihr könnt euch auch einfach Pappe in der Farbe, in der ihr es haben wollt, holen und es einfach direkt an die Wand machen. Ich habe es hier schon drauf geschrieben. Hier steht Free Dobby. In den Harry Potter Büchern wie auch im Film gibt es einen Hauself, der Dobby heißt. Hauselfen sind quasi Haussklaven, die man befreien kann, indem der Hausherr ihm ein Kleidungsstück schenkt. Ja, und Harry Potter trickst den Herren von Dobby in Harry Potter so ein bisschen aus. Also der Herr will Dobby nicht freilassen, aber Harry Potter trickst den Herren aus, sodass Dobby eine Socke geschenkt bekommt und dann ist er frei und er kann machen, was er will und muss nicht mehr auf seinen bösen Herren hören. Und deswegen die Socken und Free Dobby. Wir wollen, dass Dobby frei ist. Wenn dieses Video fertig ist, dann ist es 80% Reden wahrscheinlich und 20% Basteln. Dann habe ich noch rotes Papier geholt für 1 bis 24 und für Gutscheine. Weil wir wissen alle, wenn etwas günstiger sein soll als Geschenk, dann macht man Gutscheine. Ihr braucht natürlich noch 24 Dinge, die ihr in diesen Kalender reintun könnt. Ich würde sagen, wir fangen mit der lästigsten Sache an und zwar ist es das Schild. Ich habe das schon mal vorgezeichnet. Ich kann euch ein Bild unten in der Infobox verlinken. Da habe ich das so ein bisschen abgemalt. Auf jeden Fall werde ich das jetzt erstmal ausschneiden, damit wir das dann auf unser Schild oder halt an die Wand kleben können. So, wenn ihr alles ausgeschnitten habt und es dauert sehr lange, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr ein Video darüber dreht, es vorher auszuschneiden. Dann klebt ihr das Ganze in all seinen Einzelteilen. Ja, ich und Schneiden, das hat noch nie so gut funktioniert. Wo ich allerdings nichts für kann, sondern meine Kindergärtnerin, weil ich Scherenverbot hatte im Kindergarten. Weil offensichtlich mir nicht zugetraut wurde. Ja, stimmt gar nicht. Ich hatte gar kein Scherenverbot. Ich hatte Kleberverbot. Okay, gut. Dann liegt es an mir. So, und dann, wenn das halt alles ausgeschnitten ist, dann klebt ihr das halt da drauf mit dem Kleber, den ihr zur Verfügung habt. Tada! Wie cool ist das denn bitte? Es ist ein Monet. Von ganz nah sieht es wirklich furchtbar aus, als hätte es ein Kindergartenkind ausgeschnitten. Aber von weit weg ist es voll schön.
Ich bin einfach begeistert. Okay, nächster Schritt. Das kann weg. Jetzt braucht ihr die Socken. 24 Socken an der Zahl und 24 Dinge, die ihr da rein machen wollt. Ich habe auch schon so Adventskalender hier auf YouTube gesehen, wo Leute halt, also wenn man den Wert halt zusammenrechnet, ist das super viel. Das ist in dem einen Parfum und in dem anderen Rasierschaum und so weiter. Sowas wollte ich nicht machen, weil, also bei uns ist das immer so, wir schenken uns immer Sachen und wir schenken uns auch coole Sachen. Und wenn eine Sache perfekt passt und sie ist voll teuer, dann schenken wir sie uns auch. Aber wir sind jetzt nicht so die übertriebenen Schenker, weil wir reisen ja auch sehr viel und da fängt das halt schon an, ne? Wenn man im Dezember schon so 500 Euro für Geschenke ausgibt und so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe jetzt 25 Euro oder so ausgegeben. Das geht, ne? Und das kann man ja auch. Also ihr könnt das ja anpassen an euch. Ihr könnt viel teurere Sachen da reinmachen oder ihr könnt auch viel billige Sachen da reinmachen. Ich habe auf jeden Fall auch etwas größere Sachen dabei. Also zum Beispiel, Kevin ist gerade nach Hause gekommen, diese Bürste, weil er mir schon seit Tagen erzählt, dass er sich so eine große Bürste kaufen will. Und dann habe ich mir gedacht, ich kaufe sie einfach, weil A, er will sie sowieso haben und B, wir haben ja gemeinsames Geld. Das bedeutet, er würde sie sowieso kaufen. Aber ich mache ihm ein Geschenk von etwas, worüber er sich freut, weil er es haben will, aber er würde es sich eh kaufen. Das bedeutet, es ist gar kein zusätzliches Geld ausgegeben worden. Das ist quasi eine riesengroße Geschenkverarsche, aber mit der sind alle glücklich. Dann brauche ich eine kleinere Socke, denn ich habe hier OCB-Blättchen. Ich möchte übrigens ein Mysterium auflösen. Gerade die Leute, die immer Modern Gypsy gucken, die schreiben mir ständig, dass Kevin öffentlich auf der Straße immer am Kiffen ist. Aber das ist überhaupt nicht so, sondern Kevin dreht sich selbst Zigaretten mit diesen. Quasi, es gibt ja diese Longpapes, diese durchsichtigen, die man immer mit Kiffen in Verbindung bringt. So, und die gibt es aber auch in kurz. Und damit dreht Kevin sich ganz normale Zigaretten mit Tabak. Ja, aber wenn man einen Joint länger raucht, ist der auch so kurz. Und deswegen denken alle Leute immer, dass Kevin in meinen Videos ständig am Kiffen ist. Und ein weiteres Geschenk, das er sich selbst irgendwann gekauft hätte. So, dann habe ich noch ein bisschen Schokolade gekauft. Einmal After Eight. Und für alle Menschen, die jetzt schreien, oh mein Gott, was? After Eight ist vegan, wie geil ist das denn? Nein, es ist nicht. Ich muss euch enttäuschen. Aber Kevin ist auch nicht vegan. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal gekauft. Genau, ja. Es stellt sich jetzt natürlich die Frage, wo fängt Veganismus an? Bei dem, der es kauft, bei dem, der es isst. Ja, berechtigte Frage. Ich habe es jetzt halt gekauft. Genau, ich mache jetzt einfach mal immer 3 Stück. Die sind übrigens offen. In eine Socke. Was das Gesundheitsamt dazu sagen würde, zu diesen Hygienevorschriften, die ich hier befolge, das ist die zweite Frage. So, dann habe ich noch 2-mal Vego-Schokolade. In meinen Augen ist das die beste vegane Schokolade auf dem Planeten. Es ist auch die teuerste vegane Schokolade auf dem Planeten. Also ich glaube, dieser Riegel kostet 3 Euro. So, dann habe ich noch einmal die iChock. White Nougat Crisp. Die ist so unfassbar lecker einfach. Und als letztes habe ich noch Trockenshampoo. Mindestens einmal die Woche, wenn wir das Haus verlassen, fragt Kevin mich immer, er hat ja jetzt neue lange Haare. Sind meine Haare, sieht man, dass meine Haare fettig sind? Muss ich die jetzt waschen oder kann ich die waschen, wenn wir wieder zu Hause sind? Und jedes Mädchen weiß, was dann zur Stelle sein muss. Wir schreiben jetzt Gutscheine. Was machen wir denn? Wir machen einmal Frühstück. Wir sind ein sehr, sehr unorganisierter Haushalt. Was bedeutet, wir sind jetzt nicht so Leute, die irgendwie morgens aufstehen und einfach frühstücken können, weil einfach Frühstück im Kühlschrank ist. Sondern es ist eher so ein von Tag zu Tag Überleben. So, was essen wir heute? Okay, geh mal einkaufen. Ja, und dann steht man halt morgens auf und hat Hunger. Und dann ist halt immer morgens die große Frage, okay, wer steht jetzt auf und läuft los und holt die Scheiße fürs Frühstück? Und wer muss halt nur in der Küche gerade Kaffee kochen? Was können wir noch machen? Einmal essen gehen. Einmal Rückenmassage. Einmal bekochen lassen. Sex. Striptease. Und ihr fragt euch jetzt, Jaco, bist du so? Bist du so eine so ein sexy Girl, das am Geburtstag von ihrem Freund einen kleinen Striptease macht? Nein, überhaupt nicht. Aber bei Kevin, da musst du nur so ein bisschen... Dann ist er schon total fertig. So, als letzten Schritt brauchen wir noch kleine Zettelchen von 1 bis 24. So Leute, wir haben unser Schild, wir haben unsere Socken und wir haben unsere Zettelchen und wir haben noch Schnur und Klammern. Wir können die Scheiße jetzt an die
Wand montieren. Und ganz ehrlich, ich habe dafür jetzt 25 Minuten gebraucht und ich habe das Ganze auch noch gefilmt. Das bedeutet, das Ganze ist wahrscheinlich in einer halben Stunde getan. Das heißt, es ist wirklich ein Last-Minute-Adventskalender. So, das wollte ich jetzt nämlich nochmal sagen. Okay, Leute, im Optimalfall habt ihr eine Wand. Es ist relativ wahrscheinlich, dass ihr eine Wand habt. Also ihr könnt es befestigen, wie ihr wollt, aber mir fällt jetzt halt nichts anderes ein, als die Schnur von Nagel zu machen und da dann halt Dinge dran zu befestigen. Ist natürlich jetzt suboptimal, kurz vorm Auszug jetzt noch so viele Löcher in die Wand zu schlagen. Aber das ist der Kollateralschaden von großer Kreativität. Hallo, Entschuldigung, ist dahinter eine Stromleitung? Ob es gerade wird oder nicht, ich bin immer noch am Leben. Jetzt muss man natürlich gucken, wie viele hier in eine Reihe passen, ne? Die Socken sind so richtig schlecht gewaschen. Da sind unten so dunkle Noppen rein. Das sieht so richtig asozial aus einfach. Yes! Okay, perfekt. Dann machen wir die erste Reihe. Ihr nehmt euch jetzt also eure Klammern und die ersten Socken. Okay, bisher sieht es nur aus wie ein Sozialhilfekalender, aber mit unserem Schild wird es jetzt ganz anders, hoffe ich. Diese Sensation braucht Licht. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und falls ihr Bock habt, ich finde es super cool und vielleicht gibt es Leute unter euch, die es auch super cool finden. Und zwar habe ich mir Pinsel gekauft. Das sind Pinsel fürs Gesicht, also für Lidschatten und so. Ich fand die mega cool, weil auch es sind Zauberstäbe, hallo! Guckt euch das an! Da ist Hermines Zauberstab und Harry Potters und der von Voldemort und das ist einfach nur der absolute Oberknaller. Deshalb habe ich noch eine zweite Packung gekauft. Wenn ihr Bock habt, das zu gewinnen, dann schaut mal auf Instagram und da könnt ihr diese coolen Harry Potter Zauberstab Pinselset Gedöns gewinnen. Wow, ich bin wirklich schlecht in sowas. Ihr seid süß, ihr seid klein. Und jetzt hole ich Kevin rein und zeige ihm seinen einzigartigen Weihnachtskalender. Macht's gut!